Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Forever Stranded 2 mit Baloui und mit Katze, der meinen ganzen Zoo gesprengt hat. Hallo, ich bin Katze, der ihren ganzen Zoo gesprengt hat. Hallo, hallo, ich bin Jochen. Hätte sich Jochen mal verkrochen. Ies. Ich mag Jochen gerne haben. Nur nicht Fressen sehen. Vielleicht. Ja, toll. Du mich auch. So. Was können wir denn hier mal machen? Wo können wir denn hier mal weitermachen? Ich bin vor allem verstörend, dass Blauli halt die ganze Zeit jetzt in diesem Jochen-Skin rumrennt. Das Gute darum ist aber, mit den weißen Haaren hat er wenigstens wirklich den alten Mann-Status erreicht. Ja, das passt. Das ist nicht fair. Nee, das ist Jochen. Nein, das ist fair fies. Nein, das ist Jochen. Das ist fair fies. Das ist fair fies. Es ist ein Tisch sehr fies. Blauli McMauli. Blauli McMauli. Ja, ich bin dabei. Blauli McMauli. Das du bist Blauli. Ich bin Baloui. Bist Blauli McMauli. So, wir haben genug mit den Zweien. Ich musste gerade extra nachschauen. By the way. Ach, wir müssen zurück. Das ist die falsche Richtung dafür. Oh, wir werden wieder schön in eine Richtung gezogen von irgendeinem Special Mob, der mich abfuckt. Aber hey. Nice. I say hey, ha, the hey, the habit to the habit, hey, me so, mama, ha, blablabla, beat. Wie schreibt man das? Keine Ahnung. Deswegen sagst du es ja auch nur und sagst und schreibst es nicht, ne? Deswegen heißt es doch I say hey, ha. Okay, wir brauchen den Grinder. Bedeutet, wir brauchen zwei Schwerter davon. Bedeutet, wir brauchen erst einmal Draconic Block. Eins, zwei. Eins. Zwei. So, wir brauchen auch noch normale. Wenn ich mich nicht täusche. Normale Blockies. Ne, normale brauchen wir nicht. Wir brauchen nur Cores. 1, 2, 3, 4. Jo, oh, ja, alles vollgewandt. Wachst. Wanz, wachst. 5 Stück, okay. Ja, machen wir den ganzen Scheiß hier. Brauchen wir im Moment alles nicht, aber vielleicht für schlechte Zeiten. Katze, du hast doch eine große Crate gebaut, ne? Oder so. Eine Medium, ja. Krieg ich die? Die sind alle in der Mobfalle und werden da benötigt. Ja, und wenn ich eine eigene bauen will? Dann bau dir eine eigene. Das ist jetzt kein Hexenwerk, die zu bauen. Aber es ging doch nicht beim letzten Mal. Es geht aber. Jo, Chachi Bachi, Wuzi Wazi, Dudli Dazi, Bunzi Ganzi, Schnunzi Banzi, Hunzi Lanzi. Dudli Hansi Banzi, Dumzi Dumzi, Bunzi Bunzi Banzi. So, jetzt müssten die Dinger gleich losfliegen und um das Ding rumschwirbeln. Wubu, wubu. So einfach ist das. Was machen die? Schwubbeli wubbeli. Die schwubbeli wubbeli wubbeln. Und jetzt wird das gleich ein Wyvern-Chor. Und dann haben wir das erste Wyvern-Körchen. Dann brauchen wir noch eins. Dies. Das können wir aber dann einfach gleich wieder nochmal Start drücken, sobald wir den rausgenommen haben. Das Problem ist, das Crafting von Draconic Evolution braucht immer ein wenig Zeit. Selbst mit den stärksten Brutzeln. Energiekabeln und sowas dauert das. Wie, wer macht hier gerade Brutze? Ach, du mal Brutze. Ich mach nicht Brutze. Doch, ich hör's doch. Ja, das ist nicht das Brutze, sondern ist hier Draconic Evolution. Cool. Passiert gar nichts. Doch, schau an den linken Seiten. Die Dinger werden stärker. Und sobald die stark genug sind, so ungefähr die jetzt. Strom aus, oder was? Und dann. Kannst du die nicht beschleunigen? Also irgendwie stärker mit stärkerem Stromleitung? Du kannst oder bessere Stromleitungen ranmachen, aber der Crafting-Prozess braucht immer, je nachdem, wie stark die Dinger um ihn herum sind, Zeit. Also die Energieprozesse kannst du relativ schnell machen, desto höher der Indikator, also so Standardrezepte mit den höchsten Dingern später sind relativ instant gecraftet, aber dieses, was dann so drumrum wubbelt, das kannst du nur mit einem Acceleration-Wand beschleunigen. Na gut. That's leider so. That's is life. Na, na, na. Katze ist eine Katze.
Katze ist live. Na, 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 na. Oder wie? Ja, so ungefähr. Hört sich schön an. When we all get the Katze. We all have to eat our friends and the others. Because we like meat. Genau. We're no veganer, we just cat and are right. Geht so in die Richtung, was ich damit ausdrücken wollte, ja. Lasst uns einfach alle essen, dann muss ich niemand fressen und am Ende meines Tages bin ich glücklich und kann gehen. Ding so lahm. Wenn ich das Ding jetzt falsch baue, haben wir wieder einen Wither-Kampf hier oben. Ja. Miria! Ja, gib's mir! I like withers and I cannot lie! Mach den Wither! Hey, pew 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 vorbei! Wither. Genau. Mach den Wither, wo kommt das denn her? Mach die Robbe. Oh Gott. Was ist das denn? Das ist doch irgendwas von Julian Bam. Ach, das war das. Aber ich, ehrlich gesagt. Du mach den Wither! Wither! Mach den Wither! So, ich muss jetzt alle Seeds bauen. Das ist eine tolle Aufgabe. Das wird spannend. Ich glaube, ich habe noch nie so was Spannendes gemacht wie das jetzt. Ehrlich, das wird spannend, Leute. Spannend. Sag nochmal, dass es spannend wird. Okay. Das wird super spannend. Leute, dafür, spannend. Dass es so spannend ist, lasst ihr jetzt auf jeden Fall schon 935 Likes da, damit ihr 2 Millionen V-Bucks gewinnen könnt. Und schreibt mir bitte eure Schuhgröße in die Kommentare. Nein. Kennst du diese ganzen Vollidiot-YouTuber? Die ja, natürlich, Katie, Vollidioten-YouTuber. Das stimmt, ja. Meinst du Revi? Macht er das auch? Nein, Quatsch. Außerdem würde ich Revi nie als Vollidioten-YouTuber bezeichnen. Nein, das stimmt. Weil er schon. Mein Freund ist. Ach so, ja gut, das ist natürlich praktisch. Deswegen nenne ich ihn Vollidioten-YouTuber. Ha! Darf das. Ich habe heute in unserer Folge, weil wir ja jemanden neuen bei uns im Castle eigentlich haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist. Interessanterweise weiß ich nicht mal, ob Castle jetzt schon wieder vorbei ist. Das nein, kann sein. Nee, ist es nicht, ist es nicht. Nicht. Doch, ist. Na, knapp. Nein, auch nicht knapp. Du dumm. Ja. Mit meinem Ansatz ist das jetzt schon vorbei. Ist bei der Halbzeit. Ja, eben. Siehst du, fast vorbei. Dein Zoo ist fast vorbei. Ich hasse dich. Das war. Das ist wahr. Ich, wo ist Balu? Ja, das war ich doch nicht. Du warst das mit der Aussage. Ja, du hast sie wieder dran erinnert. Sie war gerade so glücklich geworden. Du hättest es einfach... Hör auf! Miri! Nismarn. Boah, Nismarn, tut mir leid. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Entschuldigung. PvP-Bro, Alter. PvP-Bro. Die angelt. Nein. Du könntest halt dich jetzt einfach mal bei Katze rächen dafür, dass er das gemacht hat. Weil du lässt das immer so alles mit dir machen, anstelle, dass du mal Katze richtig einen auf die Mütze haust. Weißt du, das kannst du machen, wenn ich was mit Absicht mache, dann verstehe ich das auch voll und ganz. Aber das war ja wirklich nicht mit Absicht, die halbe Base zu sprengen. Wie er sich da immer jetzt noch raushält. Nein, das wollte ich gar nicht. Das war gar nicht Absicht. Ups, ich wette, das ist schon ewig geplant. Das stand ja. So vor 5 Folgen in den Kommentaren, deswegen musste ich es jetzt machen. Genau. Ach so. Das war ein Versehen. Du warst ein Versehen. Ich glaube nicht. Du warst leider geplant. Bester Konter dafür ist, ich bin ein Wunschkind. Genau. So, unser zweiter Mobgrinder ist existent jetzt. So, dann brauchen wir jetzt Wither Skulls. Wieso brechen aus deiner blöden Mobfarm Mobs aus? Wollten sie eigentlich nicht können. Ja, sag den Mobs, dass die hier rumrennen. Welche Mobs rennen denn da rum? Was soll denn das? Einmal ja, du Vollbonk, das ist nicht hier gespawnt. Das ist... Slimies? Ja, nicht Slimies, diese anderen halt. Danke für die Info. Das ist, ich hätte fast schon gedacht, ich wüsste nicht was. Gut. Guck mal, jetzt gibt's Tote. Lagerst du denn gerade den ganzen Kram ein oder nicht? Nö, da, nicht guck, alles. Guck. Da, die brechen aus, hast du gesehen? Da. Ja, das ist einfach nur, weil gerade kein Grinder drin war, der die umbringen konnte, bevor sie das machen. Die waren so zusammen, dass die jetzt nicht unten durchgedrückt hatten. Ach so, ach stimmt, das ist den Grinder ja noch nicht mehr. Entschuldigung. Jetzt ist er wieder da. Ja, wollte mich nicht beschweren, alles gut. Lauli, du lebst davon, dich zu beschweren. Lüg mich nicht an. Ich weiß gar nicht, warum das mein Image geworden ist auf YouTube. Ich habe keine Ahnung, es wurde dir auch aufgedrückt. Ich kotzt mich so an. Was? Lauli McMauli. Ach so.
Aber was passt für alle dann? Leute bin ich immer derjenige, der eh überall an allem rummault und immer nur am Meckern ist. Oh. Wisst ihr, das ist einfach so mein Schicksal, wenn ich nur mal Chef bin. Oh, jetzt heult er da wieder drüber rum, ey. Mach es nicht besser. Jetzt mault er schon wieder, ey. Ja, immer macht er das. Sowas ihr seid so doof. Ist immer. Ihr seid so doof. So, wie lange braucht ein Wither runterzufallen? Aber ich meine, jetzt überleg doch mal, meine Expertise sagt doch eigentlich was ganz anderes. Ja, bei deiner Expertise macht das Gleiche. Bei deiner Expertise passiert das Gleiche, wie wenn man bei meiner Festnetztelefonnummer anruft. Ich? Ja. Aber ich habe eine gute Expertise. Ja, ich auch. Ich hab auch drei gute Rufnummern und gutes Internet. Also das Gespräch wäre bestimmt super, aber es kommt halt nicht zur Geltung, wenn du kein Telefon hast. Ja, aber meine Expertise halte ich ja nur zurück. Ja. Ja, ich kann auch jederzeit ein Telefon anstellen. Ja, ich will euch ja einfach, ne, ich will euch. Ich will ja nicht, dass die Zuschauer denken, dass ihr dumm seid. Das ist ja, das ach so. Nur damit zu tun. Wie sollten die das denken? Oh. Ja, manche Leute zünden lieber die ganze Base an und finden das dann lustig. Vielleicht sollte ich nicht die Base sprengen, das ist schon richtig. Schon dünnes Eis, würde ich fast sagen. Ja. Eigentlich nicht, weil war ja Lava, aber. Ja, eigentlich war es ja ein Laser. Genau, war ein Laser. Oh, wow. Stimmt ja, ihr kostet ja super viel zu machen. Wer? Und ihr braucht vor allem Wither-Tier. What the fuck? Das krieg ich ja gar nicht hin. Wie, du brauchst eine Träne von einem Wither? Wither-Tier. Ein Tier Withern. Bedeutet, Stufe Withern. Oh. Entschuldigung. Das bedeutet, wir müssen einen Wither-Fallschacht machen, der so lange dauert, dass der Wither nach unten fallen kann, aufkommen kann und davor explodiert es, um nachher unten den Mobgrinder und die Items nicht zu zerstören. Oder das muss eine riesige Röhre sein, theoretisch. Die Frage ist, wie lange braucht ein Wither, um von A nach B zu fallen? Haben wir nicht dafür extra den Advanced Dislocator für sowas? Ja, aber wir haben kein Wither-Tier-Teleport. Bedeutet, wir machen einfach eine Röhre draus. Er darf halt nichts anvisieren, auch keinen anderen Wither oder so. Ich weiß nicht, greifen die sich gegenseitig an? Ich glaube nicht, ne? Nein, die haben sich alle lieb. Ja. Wir haben uns auch alle lieb, ne? Nein. Das klang sehr überzeugend. Mir hat gesagt, das ist ja wohl schon mal fair, oder nicht? Sie hat gesagt. Na, sie hat gesagt, so ein ironisches So wie Frauen das immer machen, so, Schatz, ist das und das okay? So, Schatz, okay. Du bist nicht sauer, oder? Nö. Wieso denn? Also das ist vor allem dieses nö, alles okay, ist genauso auffällig wie ein rückwärtsfahrender LKW mit piep, 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 piep. Ist richtig schlimm. Ja, finde ich nämlich auch. Machen übrigens nicht nur Frauen, es gibt auch Menschen. Also Männer. Es gibt auch Menschen. Wow, damit wurde die Aussage viel besser. Oh mein Gott. Das ist der Versprecher, den ich mir immer wieder leiste. Ah. Wow. Wow. Deswegen habe ich bei mir in der Abmod übrigens die Doktoren mit drin. Ne? Das heißt, meine Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Wenn nicht, dann wird es Damen, Tiere, Menschen heißen. Das ist ganz schlimm. Das ist nie gut. Nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Nicht gut? Ist nicht gut. Nicht gut. Gott. Ich mach jetzt lauter Müll ins ME. Nein. Das ME-System hat dir nichts getan. Nein. Nein, eigentlich du, aber... Ja. Ja. Halt, warte, was? Please, stop it. I'm a nice kid. I'm very, very friendly. Nee. Hä, hörst du das auch, Michi? Sind die da drüben bei meiner Schwester im Haus am Arbeiten heute? Es ist Sonntag. Okay, wir haben noch kein Infused Obsidian. Bedeutet, wir müssten wirklich auf Wither-Tier gehen. Und Wither-Tier wäre das Tier 2. Becke das Tier in dir. Und dir, und dir. Das würde bedeuten, wir müssten mit und einem Withern-Core und vier Nether-Stars und einem Block. Nee, das kriegen wir nicht hin. Und dir, und dir, und dir, und dir.
dir und dir und dir und dir und dir und dir und dir dir und dir. Fertig. Und dir. Der Berg greift mich nicht mehr an. Der ist verstört wie den Rest seines Lebens. Er hat mir jetzt lieb. Ja. Meiner Bär. Oh, jetzt geht er laufen. Was machst du denn? Was ist denn los mit dir? Jetzt bist du aber voll am Drehen. Ich glaube, wenn er könnte, würde er dich töten. Ja, ich stand bei ihm im Gehege. Er hat Angst vor dir. Am Rad dreh. Er hat sich so gedacht, mein Freund George. Weißt du, kennst du George? Der ist jetzt ein flambiertes Hühnchen. Wegen dich. Du hast aber auch echt, also, ne, manchmal weiß ich auch nicht. Was Max ist denn? Magst du keine flambierten Hühnchen? Alles gut. Manchmal bist du echt gemein zu Miri und ihren Tieren. Ja. Findest du wirklich? Ja. Ich kann das schon verstehen, warum Miri sauer auf dich wird, so. Hm. Nee, also, ich sehe keine Fehler bei mir. Ja. Das war ja klar. Die Fehler liegen ja an den Tieren, ne? Wenn die EU genormt werden, dann würden die nicht Feuer fangen. Warte, was? Wenn die EU genormt werden, würden die nicht Feuer fangen. Ich glaube doch. Habt ihr das mitbekommen von den, Gott, waren das Franzosen? Irgendwelche Franzosen, französische Anti-Europäer, Engländer. Engländer waren das, kurz vorm Brexit, die EU-Fahne anzünden wollten, weil sie sich von der EU distanzieren wollten. Also haben so sich eine EU-Fahne geholt und haben die anzünden wollen. Und aber wegen den EU-Standards, die eingeführt wurden für Stoffe, hat das Ding nicht gebrannt. So gut. Ja, gut. Richtig gut. Ah, das ist gut. Da ist EU. Fuck the EU. Oh, Monetarisierung ist weg. Ja, stimmt. Ja. Mein Name ist George. Ja, ist Günther. Hallo Günther, wie geht's dir? Hier interessiert mich nicht. Danke. Bist du dumm Eisbär? Ich stell mir das gerade vor mit einem G hinten dran und dass Miri die Titanic ist. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Bist du dumm Eisberg? Miri, würdest du bitte die Folge beenden? Okay. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet Nein, gerne morgen zum nächsten nicht bei wieder Katze vorbei. Okay, nicht bei Katze vorbei und bei Louis könnt ihr vorbeigucken, was der so gemacht hat. Und dann sagen, macht es gut und Poi Rio. Poi Rio, tschüss.